Herbstklausur der Landtagsfraktion der Freien Wähler in Unterfranken. 3 Tage lang werden die Freien in Würzburg beraten. Über die Themen Bildung und Energie, die aktuellen Umfragewerte von 10% und natürlich ihre Halbzeitbilanz. Eingeladen hat Günther Felbinger, Landtagsabgeordneter aus Unterfranken. Dieser Klausurtagung kommt natürlich eine ganz besondere Bedeutung zu. 2 Jahre vor der Landtagswahl, quasi nach der Halbzeit der Legislaturperiode, gilt es für uns, sich aufzustellen für die nächsten 2 Jahre im Landtag. Und darum geht es dann auch am ersten Vormittag. Was sind die Ziele bis zur nächsten Wahl und wie ist die politische Lage? Die Sitzungen finden bei den strategischen Beratungen natürlich ohne Öffentlichkeit statt. Die Abgeordneten gehen in Klausur. Am Nachmittag stehen dann die ersten Ergebnisse fest. Die Freien Wähler gehen zuversichtlich und selbstbewusst in die 2. Hälfte der Legislaturperiode. Wir sehen, dass wir zunehmend inhaltlich und politisch bestärkt werden. Wir stellen fest, unsere Themen greifen, die Öffentlichkeit nimmt uns wahr. Wir lagen richtig mit unserer Ablehnung der Atomlaufzeitverlängerung. Wir lagen richtig mit einem Nein zur 3. Startbahn. Und wir liegen genauso richtig mit einer Weiterentwicklung der Bildungspolitik in Bayern. Kleinere Klassen, mehr Lehrer, Weiterentwicklung der Mittelschulen, all das sind Themen, die in Zukunft umgesetzt werden müssen. Da haben wir die Konzepte und die Lösungen. Halbzeitbilanz auch bei den anderen Abgeordneten. Es ist Aufgabe der Opposition, die Arbeit der Staatsregierung kritisch zu begleiten. Und wir haben gerade in den Themenbereichen, die ich vertrete, die Staatsregierung angetrieben zu erhöhten Leistungen. Beispiele sind Breitband. Beispiele sind die Entwicklung im ländlichen Raum, das Landesentwicklungsprogramm, und da haben wir auch Wirkung gezeigt. Die Halbzeitbilanz ist durchaus erfreulich, aber wir haben noch deutlich Luft nach oben. Wir müssen unsere Kernthemen noch deutlicher als bisher herausstellen und dann werden wir 2013 den erhofften Erfolg haben. Unsere Halbzeitbilanz ist durchwegs gut und positiv. Also wir haben 565 Anträge gestellt, 33 Gesetzesinitiativen gestartet. Ein guter Teil von unseren Anträgen ist durchgegangen durch den Landtag. Der Landtag hat zugestimmt in vielen Fällen. Also von so her sind wir auch als Opposition durchaus in der Lage, unsere Themen weiter voranzubringen. Auch die Fraktion ist also immer stärker zusammengewachsen zu einer kleinen Kampfeinheit fast, also die Freien Wähler-Themen immer wieder voranbringt und in die Öffentlichkeit schießt. Nach 10 Stunden Klausur geht der erste Tag zu Ende, zumindest fast. Für den Gastgeber war der erste Klausurtag zwar anstrengend, aber dennoch ein guter Tag. Auch für das Zwischenmenschliche. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man mal sich wieder zusammentrifft, weil im Landtag gehen doch die Wege oft sehr auseinander durch die verschiedenen Tätigkeiten in den Ausschüssen und so weiter. Und insofern schweißt so eine Klausurtagung förmlich zusammen. Zusammenschweißen wird die Abgeordneten vielleicht auch das Abendprogramm. Weinprobe mit der fränkischen Weinkönigin im Hofkeller in der Würzburger Residenz.